willkommen zum neuen Video. Oh, ich freue mich so. Fette Party. Wer hätte das gedacht? Am Sonntag habe ich noch ein Video angekündigt, dass Marlies Farm in naher Zukunft überarbeitet wird. Und schwupps, kommt die Nachricht, dass nächste Woche es passieren wird. Ich habe selbst nicht so schnell daran geglaubt. Selbst im Trailer der Palooza kann man schon ganz kurz seine neue Farm sehen. Da stehen eigentlich ein Rad und ein Traktor, diese hier nicht da sind. Und außerdem sind die Tonnen hier neu. Ich freue mich so sehr. Hier sieht man sogar, dass er nicht nur eins der neuen Silverglade-Häuser bekommt, sondern gleich zwei. Da wird ihm wirklich richtig gegönnt. Diese Ansicht hier von hinten der Farm verwirrt mich irgendwie. Denn dort müsste doch eigentlich der Platz sein für das Tonnenreiten, oder? Oder findet das jetzt irgendwie woanders statt? Oder auf der Koppel? Und warum läuft ihr eigentlich mitten durch der Koppel ein GED-Arbeiter durch? Was macht er da? Ist er neu? Zufällig ist er da bestimmt nicht. Alles entspricht, wie ich sagte, den neuen Grafikstil. Die Hindernisse der Koppel werden übrigens auch ausgetauscht. Und es wird eine der neuen Generationen von Koppeln sein, wo man aussuchen kann, welche Hindernisse man haben möchte und wie sie aussehen sollen. Das wird wirklich richtig cool werden. Ich könnte mir vorstellen, dass besonders Clubs, die hier in Silverglade wohnen, gerne hingehen werden. Und Leute, wie lange haben wir darauf gewartet, dass endlich das Kartoffelrennen wiederkommen wird? Ja, endlich! Marlie hat eine große Portion Kartoffeln bestellt und die können nicht alle vergammeln. Also benutze sie für das Kartoffelrennen. Alle können sich jetzt schon mal aufwärmen und das Rennen hier auf dem Feld trainieren. Außerdem soll es neue Fanartikel bei Marlies geben in neuen Farben. Was ich jetzt nicht so ganz verstehe. Was meinen die mit Fanartikel? Hier gibt es nur ganz normale Sachen. Oder meinen die das Kartoffelshirt hier in verschiedenen Farben? Na, auf jeden Fall kannst du gleich auch schon mal shoppen gehen. Achtung, Achtung! Es gibt neue Weltponys. Die Appaloosa sind gerade draußen und schon werden neue Ponys angekündigt. Das kann man jetzt schon wieder hier sehen bei den Seilzaumzeug. Und da will ich mich jetzt für die ganze Information schon mal bedanken bei Balanis, Lou, Ariana und Jana. Die haben mir diese Tipps geschickt und ich bin super, super glücklich. Vielen, vielen Dank, Leute. Schau mal, bei den neuen coolen Seilzaumzeug, was ich so gern hätte, kann man schon Wedge Pony Typ B lesen. Es ist definitiv ein überarbeitetes, weil das Zaumzeug hat man bestimmt nicht für die alten Ponys angepasst, sondern für die neuen. Denn Starstep hat mich auch in News geschrieben, dass sie die Seilzaumzeug nicht für die alten Förderers anpassen wollen, sondern lieber für die kommenden anpassen werden. Außerdem mussten die alten Welch-Ponys, die beim Einsiedler stehen, umziehen. Schau mal, alles leer hier, keiner mehr da. Der Einsiedler lebt ganz alleine. Sie stehen jetzt hier oben, oberhalb von Einsiedler, ganz, ganz nah bei dem Steinkreis. Man sieht sie echt nicht von Weitem, man muss ziemlich nah ranreiten, um das zu erscheinen. Das hat mir zum Glück Ariana gezeigt, sonst wäre ich gar nicht auf die Idee gekommen, sie hier zu suchen, denn wie gesagt, von Weitem habe ich sie nicht gesehen. Und die hier kosten immer noch das gleiche wie vorher. Ich habe extra geschaut. Meistens ist es ja so, wenn eine überarbeitete Rasse kommt, dass die alten Pferde dann billiger angeboten werden. Und das könnte meines Erachtens noch passieren, wenn die neuen Welch Ponys veröffentlicht werden. Ich vermute so im Februar. Also warte doch mit dem Kauf eines Welch Ponys, wenn du jetzt eins haben möchtest. Ach, und B, also Typ B, hat sogar eine Bedeutung. Ich habe gegoogelt und laut Wikipedia werden Welch Ponys unterteilt in Gruppen. Welch Ponys Sektion A, B, C und D. Die B-Variante soll 1,37 groß sein und eine Kreuzung des Welch Mountain mit den Englisch-Vollblütern. Es soll sehr freundlich, gutmütig und energisch sein. Und bestens geeignet für Springen, Dressur, Vielseitigkeit und Freizeitpony. Kurz gesagt, irgendwie für alles. Ich freue mich irgendwie auf die Ponys, denn ich liebe Ponys, finde ich so süß. Und ich vermute sie, wie gesagt, im Februar. Ich danke dir fürs Zuschauen und ich hoffe, die Informationen waren für dich sehr hilfreich. Schau dir gerne mein letztes Video an, denn da spreche ich über die zukünftigen Updates, Quests, halt all das, was noch kommen wird. Super spannend. Und davon hat sich auch jetzt schon eine bewahrheitet. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.